Nicht einmal einen Monat nach dem letzten Termin dieser Art wurden auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache Siegen erneut drei Fahrzeuge von Bürgermeister Steffen Muß an die Feuerwehr übergeben. Die hauptamtliche Wache erhielt ein neues Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug, das inklusive Beladung mit 400.000 Euro zu Buche schlug. Der Zug 14 Niederschelden freut sich über ein neues und besonders geländegängiges Löschgruppenfahrzeug im Wert von 250.000 Euro. Das alte Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug, das bisher bei der hauptamtlichen Wache Dienst getan hat, wurde für 10.000 Euro umgebaut und an den Zug Weidenau übergeben. Feuerwehrchef Matthias Eberts betonte in seiner Rede anlässlich der Schlüsselübergabe, dass die neuen Fahrzeuge nicht für die Feuerwehr, sondern in erster Linie für die Bürger der Stadt Siegen da seien, die sich nun noch sicherer fühlen können, als sie es bisher ohnehin schon konnten.